Herzlich willkommen, ich befinde mich in Pattaya am Beach, etwa 300 Meter rechte Seite von euch aus gesehen. Links befindet sich die Walking Street, damit ihr schon wisst ungefähr, wo ich bin. Und dieses Thema behandelt natürlich auch Pattaya, nur Dreckschweine fliegen nach Pattaya. Hier möchte ich 5 Punkte beleuchten. Erstens, welche Menschen sind das, die solche Aussagen treffen? Zweitens, wie kommen solche Aussagen zustande? Drittens, wie ist Pattaya wirklich und seine Urlauber? Warum fahren Männer nach Pattaya? Als fünftens, mein Rat an die Männer und jetzt noch 2 Bonuspunkte. Mein Rat an die modernen Frauen da draußen und 7. Punkt ist das Problem unserer Gesellschaft. Kommen wir zu Punkt 1. Wer sind die Menschen, die solche Aussagen treffen? Und dann nehme ich mal ein paar Kommentarbeispiele. Nur alte, impotente Säcke fahren nach Pattaya. Es ist ja ekelhaft, was du da machst, wo du dich rumtreibst. Manche haben mich auch sehr persönlich angegriffen. Da wird mir übel, wenn ich überlege, dass ein 50-jähriger Strolch über eine 18-jährige rüber hüpft. Solche Menschen müsste man einsperren. Das ist ja abartig. Hier kommen nur Männer her, die in Deutschland nichts gerissen bekommen, die in Deutschland keine Frauen finden. Man musste sich für solche Exemplare schämen. Und wer sind diese Menschen, die solche Aussagen treffen? Das sind eben zum Teil Frauen, alte Jungfern, zum Teil Frauen, die bei TikTok über die Männer ablästern und was für Männer sie nicht nehmen würden und der lieber Jungfrau oder alleine bleiben würden, dessen Ansprüche so hoch sind, dass vielleicht 1% der Männer diese Ansprüche der Frauen erfüllen würden und ganz bestimmt solch eine Zicke sich nicht antun würden. Diese Aussagen kommen auch von Menschen, die noch nie in Asien waren. Solche Aussagen habe ich sehr oft bemerkt, dass diese Verfasser der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Zum Teil herrscht auch eine gewisse Bildungslücke vor oder auch ein gewisser Neid, dass solche Aussagen getroffen werden. Also diese Menschen waren oft noch nicht hier, meinen aber auf ihrer Couch, weil sie ein paar Dokumentationen gesehen haben, haben sie einen viel besseren Plan, einen viel besseren Überblick und wissen genau, was abgeht in Pattaya. Mehr als der André, der jetzt schon zum 12. Mal in Thailand war. Aber wie kommt diese Aussage zustande? Und da muss ich die Medien in Kritik nehmen, die eben der WDR, der NDR, öffentlich-rechtliche Sender, die denn eine Dokumentation zusammenstellen, die der Wahrheit nicht entspricht. Die eben darauf ausgelegt ist, möglichst viele Zuschauer an den Bildschirm zu fesseln. Es ist eben nicht so interessant, wenn man über Menschen an sich, über das Klima hier, über die Strände, über das normale Leben, über die Arbeit der Einheimischen, kriegt man nicht so viele Zuschauer an den Bildschirm ran, wenn man solche Themen behandelt, als wie, wenn man sagt, die Sextouristen sind zurück oder Pädophile unterwegs in Pattaya und zum Teil Bildmaterial verwendet, was den Anschein erweckt, dass diese Aussagen natürlich der Wahrheit entsprechen. Als Beispiel, ich weiß, dass jemand mal vom NDR gefilmt wurde. Ein erwachsener Mann, der war mit seiner Tochter unterwegs. Und da wurde gesagt, hier, da ist ein Pädophiler, der hat eine Minderjährige abgeschleppt. Auwei, das ist schon hardcore. Dadurch entstehen halt auch diese Meinungen, wenn die Leute in ihrer Couch am Abend solches Programm vorserviert bekommen, am laufenden Band, da eben sehr krasse Aussagen unterfüttert mit lebendigen Bildern, den Zuschauer vermittelt werden. Und dadurch bildet sich eine Meinung. Ich merke ja auch im Bekanntenkreis, wenn man sich unterhält, wie schlecht informiert die Menschen sind, wie viele falsche Informationen sie von den Medien bekommen haben. Gibt es auch noch die sogenannten Pantoffelhelden oder die Männer, die keine Hosen anhaben, die untergebuttert werden von ihren Frauen, die natürlich auch solche Meinungen vertreten. Wahrscheinlich bekommen sie den Schulterklopfer und dürfen dann einmal im Monat wieder rüberhüpfen über ihre verheiratete Frau. Vielleicht kriegen sie eine Belohnung, wenn sie diese Aussage treffen. Da merkt man schon, dass das nicht ihre Meinung ist, sondern
sie eine Bestätigung von dem weiblichen Geschlecht bekommen möchten, was für anständige Kerle sie doch sind. Und dann gibt es die Fraktion, die Feministinnen, die TikTok-Generation, die jeden Mann ekelhaft findet, der nicht aussieht wie Brad Pitt. Only food. Ja, only food. Da komm mal her hier in der Kamera. Da komm her hier. Have a good day. Die Generation Z, die Feministinnen, die Gender-Fraktion, die linksgrüne Fraktion, die moderne Frau, die der Realität entwichen ist, also die einen sehr, sehr hohen Anspruch hat an Männer. Natürlich ziehen solche auch über Typen wie mich extrem her und andere Leute, die eben ihre Wünsche, ihre Träume, was sie in Deutschland nicht bekommen, halt in Pattaya verwirklichen wollen. So, denn wie ist Pattaya wirklich? Also Pattaya ist auch geeignet für Familienurlaub und es gibt auch Familien hier, die Urlaub machen können. Ihr könnt Inselhopping machen, Koh Lan. Koh Lan alleine hat 6 Strände, da könnt ihr mit einem Speedboot hoch oder günstiger für die Fähre. Auch dort auf dieser Insel Koh Lan könnt ihr ein paar Tage Urlaub machen und nur Strandfeeling und Relaxing genießen. Dann hat Pattaya den Nong Noch Tropical Garden. Etliche Museen, wie so ein 3D-Art-Museum oder das Laufmuseum, was ganz neu aufgemacht hat. Den Stone Cold Garden, den Tiger Park, das Mini Siam Park. 2 Wasserparks kenne ich, ein ganz neuer hat aufgemacht. Ihr könnt auch ins Kino gehen, Central Festival. Ja, findet ihr unzählige Food Stores und thailändisches Essen ist fantastisch lecker und super günstig. Ihr könnt hoch und runter Massage genießen, realistische Massage. Und ich nutze das auch aus, also ich gehe jeden Tag zur Massage. Die Preise belaufen sich von 120 bis 400 Baht, also von 4 Euro bis 10, 11 Euro, mehr kostet das nicht. Könnt ihr euch auch 2 Stunden durchkneten lassen für einen Zehner. Also was will man denn mehr? Ja, das ist ganz toll. Der Strand in Pattaya, Anna City, ist aufgefüllt worden. Riesenfläche Sand, wie ihr sehen könnt. Und das Wasser, so schlecht ist das nicht. Für einmal reinspringen lohnt es sich. Ansonsten einfach nach Koh Lan rüberfliegen. Also auch Familien können hier wunderbaren Urlaub machen und zum Beispiel den Holztempel besuchen. Dann gibt es natürlich auch viele Urlauber, die natürlich hier zum Feiern kommen. Walking Street. Ich sage mal so, wenn ich über die Walking Street gehe, 2-3 Mal, das reicht mir eigentlich aus, weil es einfach zu teuer ist, in der Walking Street sein Vergnügen zu suchen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die hier ihre Sehnsuchtswünsche hoffen erfüllen zu können, indem sie eben eine Dame für die Zweisamkeit und Intimität hier finden. Dafür ist Pattaya berühmt, dass eben Menschen eben nicht mehr eine Partnerin finden oder vielleicht keine Partnerin, von der sie gerne träumen. Die kommen halt hier, leben das aus. Es gibt natürlich auch Touristen, die hier hoch und runter saufen. Es gibt auf jeder Welt negative Beispiele. Ich bin auch ein Mensch, der, wenn er Single ist, ich bin jetzt wieder Single, der eben Sehnsüchte und Träume hat und diese eben auslebt. Das ist eben der vierte Punkt, warum fahren Männer nach Pattaya? Warum soll ich die nicht ausleben? Ich habe nur ein Leben. Ich habe nicht wie eine Katze jetzt 9 Leben und kann jetzt ein Leben so führen, wie ihr da draußen es vielleicht gerne hättet oder die Feministinnenfraktion, sondern ich lebe mein Leben, so wie ich es gerne hätte. Und ich brauche körperlichen Kontakt in gewissen Abständen, damit ich funktioniere, damit ich motiviert bin, damit ich morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, meinen Verpflichtung nachkomme, damit ich fröhlich in die Kamera hineinschaue, damit ich fröhlich den Tag begehen kann und den Menschen positiv begegne. Und ich bin ein positiver Mensch und viele Leute, die mich persönlich kennen, nicht vor der Kamera persönlich kennen, die sagen, du bist ein super Typ, wir kommen mega mit dir aus, also mit mir kommt eigentlich fast jeder aus. Die haben überhaupt nichts dagegen, was ich mache. Eine gewisse Toleranz sollte da sein. Man sollte eben sich an gesetzlichen Rahmen halten und auch die Menschen nicht, mit denen man die Dienstleistung in Anspruch nimmt und weil man eben Geld hat, diese abwertend behandeln, sondern immer auf gleicher Augenhöhe. Und in Deutschland herrscht eben eine gewisse kalte, ja, Gesellschaft. Manchmal habe ich Angst, wenn ich jemanden höflich nach dem Weg frage oder eine Auskunft
haben möchte oder aus Versehen mal berühre, dass ich da nicht eine Anzeige wegen sexueller Belästigung bekomme. Mir ist es auch ziemlich egal, was die Fraktion Feministinnen oder die moderne Links-Genderfrau von mir denkt, weil für die bin ich eh unter der Schublade und die möchten sich nicht mit mir abgeben, also muss ich denen auch nicht gefallen. Und tut euch selber einen Gefallen, gefällt Menschen doch nicht, die mit eurer Lebensweise nicht einverstanden sind. Den müsst ihr nichts beweisen. Absoluter Dünnpfiff. Lebt euer Leben. Und ich freue mich sogar, wenn diese Menschen wütend auf mich sind. Diese TikTok-Z-Generation Kleber, Klimakleber, Weiber, sich über mich aufregen. Was ich mir einfach herausnehme, wie ich einfach mein Leben gestalte. Es freut mich und ich hoffe, die vergeuden noch sehr, sehr viel Lebenszeit und Lebensenergie, indem sie versuchen, mich zu mobben, runterzumachen und mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Das wird nicht funktionieren. Also mein Rat an euch Männer, wenn ihr verheiratet seid, dann macht mit eurer Frau auch mal in Thailand Urlaub. Ihr müsst Pattaya ja nicht für lange Zeit besuchen. Chiang Mai, Chiang Rai, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Lan, Phu Phan Gan, ja, Koh Phi Phi, Phuket. Thailand ist wunderbar. Fahrt dahin mit eurer Familie und wenn ihr Single seid, ihr müsst nicht den gesellschaftlichen Normen oder dem Bild gerecht werden. Wenn ihr innere Wünsche verspürt und ihr habt das Geld, lebt es aus. Denn ich kann euch eins sagen, wenn ihr irgendwann auf der Bahre liegt, bereut ihr nicht das, was ihr getan habt, sondern ihr bereut das, was ihr nicht getan habt, was ihr immer geträumt habt oder euch gewünscht habt, was ihr nicht riskiert habt, was ihr nicht erlebt habt. Das Schönste im Leben sind wunderbare Urlaubsreisen und Erlebnisse und Erinnerungen kann euch keiner wegnehmen. Und jetzt mein Rat an die Feministinnen, die Frauen, die eben hochnäsig durchs Leben gehen, denen die Männer nicht gerecht werden. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ihr passt vielleicht in eurer Gruppe rein, in der Truppe von anderen Frauen, die auch so denken. Und dann fühlt ihr euch bestätigt. Aber das macht euch nicht glücklich. Glücklich macht euch ein Partner, der zu euch steht, der einfach gestrickt ist, der treu ist. Ein Partner mit Herz, das macht glücklich. Und nicht ein Partner, der sich hochglanzpoliert aus der Toilette rauskommt, nachdem er da 2 Stunden sich das letzte Haar aus der Nase herausgezogen hat, jede Stunde drauf guckt, dass er dann auch euren Ansprüchen entspricht und immer schaut, dass er toll aussieht und das Waschbrettbauch hat und die teuersten Klamotten anhat, das macht nicht glücklich. Das ist auch nicht wichtig im Leben, sondern einen ehrlichen Menschen zu haben, wo man sich geborgen fühlt, wo man, an dem man auch mal rantritt, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Sorgen hat, mit dem man sich unterhalten kann und wo man weiß, der steht vor und hinter einem. Und dann werdet ihr glücklich und zufrieden durchs Leben gehen, aber mit der Einstellung, die ihr habt, werdet ihr keinen Partner finden und die Männer bleiben dann lieber Single. Und wenn die Männer dann lieber Single bleiben, lästert ihr wieder über die ab. Warum die denn Single sind, kriegen bestimmt keine Frau. Guck mal den an, der kriegt nie eine Frau. Zum Teil wollen die ja solche Frauen wie euch nicht haben. Dadurch wird das Angebot natürlich geringer. Und dann sagen sie lieber, bevor ich denn eben eine Frau, die nicht zu mir passt, bleib ich lieber alleine. Legt es ab, eure arrogante, überhebliche Art, eure besserwisserische Art, eure klugscheißerische Art. Ihr seid nicht klüger wie die anderen oder ihr seid nicht besser wie die anderen. Ihr seid ganz normal. Ihr seid einfach falsch erzogen worden. Das ist meine Meinung. Es ist eben, früher wurde geradeaus und streng erzogen. Da gab es auch einen Klaps auf den Popo. Heutzutage werden Eltern verklagt, wenn sie Kind einen kleinen Klaps geben, weil es sich wieder im Dreck wirft, weil es das Spielzeug nicht bekommen hat. Aber wie sollen denn Kinder die Regeln lernen, wenn nicht durch Geradlinigkeit und auch, wenn man ihnen die Grenzen aufzeigt, in gewissen Rahmen, nicht übertrieben natürlich. Und ihr seid falsch erzogen worden, bei euch läuft was im Gehirn nicht richtig, aber ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr denn so klug seid, wie ihr immer tut, euer Leben zum Positiven zu verändern, das Leben der Gesellschaft zum Positiven zu verändern, einfach ein besserer Mensch zu sein, ein herzlicherer Mensch zu sein, das ist das Wichtige im Leben.
Das ist das, der Sinn des Lebens. Der Sinn besteht darin, für sich was zu erreichen im Leben, was Besonderes zu erreichen. So viel, dass man sich daran erfreut. So viel, dass man so viel Energie hat, dass man etwas Positives den anderen Menschen und der Gesellschaft zurückgeben kann. Das ist der Sinn des Lebens. Und nicht arrogant umherzuhetzen. No, I have enough. No, no, thank you. Und das ist auch das ganze Problem unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat ein Riesenproblem. Und das merke ich auch als YouTuber an den Kommentaren. Dass unsere Gesellschaft, ob die Politik daran schuld ist, bestimmt zum Teil, dass wir alle so ein bisschen negativ geworden sind, dass unser positiver Flow komplett verloren gegangen ist. Das merke ich als YouTuber an den Kommentaren unter meinen Videos. Die sind zum Teil, Gott sei Dank, noch positiv, aber inzwischen mehren sich die Kommentare, die gehässig sind. Also da freut man sich nicht mit jemandem, wenn er Glück gehabt hat, wenn er glücklich ist oder wenn er was Schönes erlebt hat, sondern man freut sich darüber, wenn demjenigen was passiert ist. Wenn er einen Motorradunfall hat, freut man sich, dass er einen finanziellen Schaden hat. Wenn er sich verletzt hat, sagt man, der Idiot, ne? Bist du zu blöd, über die Straße zu kommen. Wenn jemand sich von seiner Freundin getrennt hat, wird eben gesagt, na, was bist du so bekloppt, was holst du dir da eine Bardame? Oder das habe ich gleich gewusst, dass die Alte nichts taugt. Die kennen die Frau gar nicht. Ja, und die kennen wir auch nicht persönlich. Aber diese Gehässigkeit, die hat so zugenommen in unserer Gesellschaft, dass man sich freut, wenn jemand einen finanziellen Schaden hat. Wenn jemand freut, wenn er Herzschmerz hat. Wenn man sich freut, wenn sich jemand verletzt. Dass man sehen, noch alles Schlechte wünscht für die Zukunft. So blöd, wie du bist. Es ist unglaublich, was da draußen passiert in der Gesellschaft. Dieses Show oder dieses Raufrennen, wenn ein Unfall ist, passiert, das habe ich auch gesehen, da wird nicht mehr geholfen, da wird gefilmt, weil man da einfach Skandalbilder haben möchte. Also dieses Miteinander, wie ich es in der DDR erlebt habe, ist unserer Gesellschaft komplett abhandengekommen. Und ich wünsche es mir für dieses Jahr, was jetzt schon ja, weit fortgeschritten ist, oder für nächstes Jahr schon, dass wir alle so ein bisschen wieder zusammenrücken. Dass wir abends uns am Lagerfeuer treffen und trinken und Freunde sind anstoßen. Das findet ja in unserer Gesellschaft kaum noch statt. Das war früher standardmäßig, dass wir uns getroffen haben auf ein Bier oder wenn man kein Bier getrunken hat, auf eine Coke. Und das waren noch herrliche Momente, ne? Und dass man sich gegenseitig geholfen hat. Der eine repariert das Auto, der andere hilft beim Laptop einrichten. Und inzwischen sind wir eine Ellbogengesellschaft, eine Neidgesellschaft, eine Hassgesellschaft, eine Missgunstgesellschaft, eine Schadenfreudengesellschaft geworden. Da haben wir ein Level erreicht, dass ich sagen muss, Deutschland ist nicht mehr mein Land. Ich werde mir Mühe geben, noch ordentlich Geld zu verdienen in Deutschland. Und dann möchte ich gerne in ein Land gehen, wo ich herzlich willkommen bin oder wo ich das Gefühl habe, ob es denn der Wahrheit entspricht, wer weiß, wo ich eben herzlich willkommen bin und glücklich bin. Das ist ganz wichtig, dass man glücklich wird. Also nochmal ganz zum Schluss eine Kritik an die Gesellschaft. Und ich möchte mich mit den Worten verabschieden. Hört auf euer Herz, hört nicht auf schlechte Ratschläge oder Missgunst und lasst euch nicht die Laune verderben. Hört auf euer Herz, seid wieder menschlich, richtet den Blick wieder nach vorne, damit wir haben es in der Hand, dass die Welt wieder ein schöner Ort wird. Also ein paar philosophische Worte zum Schluss. Ich verabschiede mich aus Thailand und sage Bye Bye.